Spät am Abend, früh in der Nacht, ganz egal. Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechplanet. Wieder mal nicht bei uns im Studio in Hamburg, sondern für mich eher als Heimspiel in Düsseldorf in der Komödie an der Steinstraße mit Andrea Spatzek. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, bitte. Gerne. Anlass ist, weil Sie gerade hier Theater spielen. Ja. Ja, ja, ich spiele hier Theater. Ich spiele hier eine bayerische Bäuerin. Ich hatte ja schon die Ehre, das Stück angucken zu können vor anderthalb Wochen. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Ist das für Sie schön, jetzt auch mehr Theater zu spielen wieder? Oder? Ja, ich habe es in den letzten Jahren ein paar Mal geschafft, dass ich einmal im Jahr Theater spiele. Dieses Jahr ist es schon das zweite Stück, das ich spiele. Mhm. Und ja, ich meine, ich komme vom Theater. Ja. Diese 34 Jahre Lindenstraße war nur so ein Zwischenspiel. Mal was anderes. Intermezzo, ne? Genau. Ja. Ich sitze jetzt hier sehr gemütlich. Sie haben gesagt, wo wollen wir sitzen? Ja. Sie setzen sich dorthin. Ja. Ich sitze hier im Schaukelstuhl. Ich kann mich auch schön anlehnen. Ich will gar nicht schaukeln. Ich versuche es nicht so doll zu tun, aber es verleitet sehr. Ja. Ich kenne Sie natürlich mein ganzes Leben lang. Ja, Sie sind noch so jung. Ja. Es gibt viele Leute wahrscheinlich, die das für ihn sagen inzwischen, oder? Die sagen, ich bin mit ihm groß geworden. Das ist immer so vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kennt sich halt. Auch gerade die Leute aus der Lindenstraße, man hat den Eindruck, die sind einfach auch so liebgewordene Nachbarn geworden. Ja, hoffe ich doch. Wie haben Sie sich damals dazu entschieden, Schauspielerin zu werden? Sie kommen eigentlich aus Österreich. Ich bin Österreicherin, bin Salzburgerin. Ja. Und die Abteilung 8 für Schauspiel und Regie vom Mozarteum in Salzburg war einen Katzensprung von mir zu Hause entfernt. Aha. Und ich habe aber als Kind, als Sechsjährige, wollte ich schon Theater spielen. Da hatte ich schon irgendwie im Räuber Hotzenplotz, hätte ich dann einen Polizisten spielen sollen und habe schon einen Text gelernt, den kann ich heute noch. Es sind zwar nur 3-4 Sätze, aber trotzdem. Ja. Und ich habe einen älteren Bruder, Christian Spatzek, und der hat es eben von mir angefangen. Der hat in seiner Schule so eine Schauspiel-AG gehabt und dann haben sie sich von der Schule getrennt und dann kamen eben auch Mädchen dazu, weil er war auf einer reinen Jungenschule und dann haben wir eben da unsere eigenen Stücke kreiert und gespielt und von den Leuten, die dort hingegangen sind, sind dann wirklich sehr viele auch dann professionell Schauspieler geworden. Mhm. Ja, ja, also wir waren schon sehr engagiert. Und mein Bruder hat eben mit dem Mozarteum angefangen und dann bin auch ich aufs Mozarteum gegangen. Ich habe gesagt damals, entweder ich bin gut genug und sie nehmen mich. Und wenn sie mich nicht nehmen, sollen sie mir einen guten Grund nennen, warum ich es denn nochmal probieren sollte mit einer Ausnahme. Also Sie wollen es unbedingt? Nein, was heißt, ich wollte nicht unbedingt, aber ich wollte mir nicht dann Jahre später sagen, hättest du es damals doch probiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache die Aufnahmeprüfung, wenn ich gut bin, nehmen sie mich und wenn nicht, wie gesagt, sollen sie mir einen triftigen Grund nennen, warum ich es noch einmal probieren sollte. Ansonsten mache ich was anderes. Ich habe dann damals schon Englisch-Französisch inskribiert an der Uni in Salzburg. Dann wäre ich halt, keine Ahnung, entweder Lehrerin geworden oder wäre in ein Reisebüro gegangen oder hätte irgendwas mit Fremdsprachen gemacht. Aber so ist es halt dann doch die Schauspielerei geworden. Ja, war denn für Sie auch klar, dass Sie nach Deutschland wollen? Oder ist das so ein bisschen durch die Engagements dann entstanden? Naja, gut, natürlich. Also das ist für uns, für uns Schauspieler, für uns deutschsprachigen Schauspieler ist es einerlei, ob es in Österreich, Deutschland oder in der Schweiz ist. Okay. Das sind deutschsprachige Theater und in jedem dieser Theater gibt es Deutsche, Schweizer und Österreicher. Genauso wie bei uns in der Lindenstraße, da gibt es auch Deutsche, Schweizer und Österreicher. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Und deswegen war es für mich schon ganz schön, dass es dann nach Oldenburg gegangen ist. Das ist 2 Jahre in Oldenburg, das waren meine ersten beiden Jahre am Theater und da hat man halt dann im Theater gelebt, mehr oder weniger. Man hat dort gefrühstückt, man hat dort Mittag gegessen, man hat Abend gegessen. Man hat vormittags eine Probe gehabt, nachmittags eine Probe, abends eine Probe oder eine Aufführung oder man hat sich die Kollegen angeschaut. Ah ja. Das ist halt so. Also es war auch für Sie dann die beste Schule überhaupt, kann man sagen. Ja, ja. Ist das hier eigentlich immer noch so, dass man zwischen den Aufführungen noch probt? Also jetzt zum Beispiel bei diesem Stück, wo Sie jetzt jeden Abend dann nennen. Okay. Nein, also wenn dann einmal die Premiere fertig ist, dann ist es nur, da in Oldenburg, das war ein Dreispartenhaus. Ah ja. Das heißt,
Es war auch ein Riesenensemble und wir haben ja alle möglichen Stücke gespielt, nicht en suite, sondern Repertoire. Das heißt, ich habe dann irgendwie am Nachmittag Max und Millie gespielt vom Krippstheater und am Abend habe ich die Irma Ladus gespielt. Also man hatte dann mehrere Rollen auch gespielt und je nachdem, was dann am Spielplan war, hat man eben Aufführung gehabt oder hat geprobt für ein Stück, das dann irgendwann einmal kommen würde. Ah, okay. Ah, krass. Wenn natürlich jetzt en suite gespielt wird, dann braucht man danach nicht mehr Proben. Ja. Also, dann ist jeder Abend eine neue Probe. Ne? Ja, jeder Abend ist eine neue Probe. Ja. Ja. Es passiert ja immer irgendwas. Aber. Ja, ich hatte bei dem Stück, wo wir hier waren, da war auch irgendwas wurde da geworfen und das ist dann im Publikum gelandet. Ah ja, das war die Thief. Aufführung war das. Ja, ja, ich habe es gehört. Das war ja, genau. Und da sagte der Peter Milovic, geben Sie mir das mal wieder her. Ja, ja. Sagt, das war so ein ganz kurzer Zwischenmoment. Ja. Da muss man auch dann so ein bisschen reagieren können. Ne? Das kann der, mega gut. Mega gut. Natürlich. Also er war ganz für eine Sekunde war außer der Rolle und dann aber sofort wieder drin. Also es war schon sehr, 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 sehr witzig. Ja. Ach ja. Ja. Beim letzten Stück ist ja auch was passiert. Ach Gott. Was denn? Peter hat sich mit dem falschen Namen vorgestellt. Oh. Nee, wir haben zusammen O diese Eltern gespielt. Und ich sollte sagen, mein Name ist Maria La Luna Dolores Sofia Velasco. Und er sagt, müsste sagen, mein Name ist Fernando. Und er sagt, mein Name ist Alfredo. Und das Gesicht von ihm, ich musste so lachen. Ich habe blitzschnell überlegt, kann ich den Namen Alfredo in das restliche Stück quasi einmal sagt, das kommt so oft, kommt Fernando vor. Nee. Gott sei Dank war dieser Akt dann fast so, ich habe dann nur zum Publikum gesagt, Fernando, und dann bin ich abgegangen. Ja, so. Das sind auch tolle Momente dann, wo man auch so ein bisschen... Hinterher sind sie sehr toll, nur im Moment, wo es passiert, könntest du im Boden versinken. Ist das schon ab und zu passiert, dass sie jetzt hinter dieser Tür standen, oder sie kamen meistens auch von dort raus, oder auf anderen Bühnen, wo man da steht und denkt, ja gut, jetzt ist gleich, man kann ja nicht weg, man muss das dann ja machen. Und dann wirklich was nicht rausgekommen ist, was raus sollte? Oder sind Sie in dem Moment dann immer da? Nein, es ist mal einmal bei Irma Ladus ist mir passiert, da stand ich, das war in Oldenburg noch, wir hatten eine Drehbühne und ich war schon auf der Bühne quasi, weil ich schon hinten stand. Und habe gesagt, wenn ich jetzt rumgedreht werde, muss ich ein Lied singen. Ich habe gesagt, okay, die erste Strophe fällt mir ein, ich habe keine Ahnung mehr, wie die zweite Strophe geht. Mhm. Und dann stehst du da und sagst, was mache ich jetzt? Ich kann es nur darauf hoffen, dass mir entweder dann der Text einfällt oder ich muss einfach die erste Folge nochmal singen. Stimmt. Das habe ich dann, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Aber wenn man alleine ist, ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben heutzutage ja nicht mehr diese Souffleurkästen. Ja, wollte ich fragen, gibt es das gar nicht mehr? Das macht man nicht mehr. Ich meine, wir versuchen uns dann immer gegenseitig zu helfen, wenn wirklich einmal jemand hängen sollte oder so. Oder wenn einem ein Name nicht einfällt. Meistens sind dann die Kollegen aber auch da und helfen einem weiter. Ja. Je erfahrener man ist, kann man dann wahrscheinlich auch da was draus machen, ne? Dass das gar nicht so sehr auffällt. Also es ist selten so, dass es wirklich dem Publikum auffällt, dass irgendetwas nicht inszeniert ist. Mhm. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Lindenstraße 35 Jahre. 34. Fast, ja. Hätten Macht die das. Wahrscheinlich gerne noch voll gemacht. Ja, ich hätte natürlich auch gerne die 40 voll gemacht, aber okay, ist halt so, wie es ist. Ja, 34 Jahre, ist ja schön. Wie war das für Sie am Anfang, in die Lindenstraße zu kommen? Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, haben Sie gesagt, in Folge 1 waren Sie nur am Rande zu sehen, ab Folge 2 ging es dann langsam los mit Gabi. Ja. Na, Folge 3 ging es richtig los mit Gabi, ja. Wie war es? Ja, ich kam eben vom Theater, ich hatte ja vorher 5 Jahre Theater hinter mir, 2 Jahre in Oldenburg, 1 Jahr in verschiedenen Theatern, 2 Jahre am Wiener Volkstheater und bin von dort nach Köln gekommen, hatte so ein kleines Einzimmer-Apartment, das die mir da irgendwie besorgt hatten und dann war der erste Dreh, war ein Außendreh in einem Krankenhaus. Da war irgendwie Folge, sage ich jetzt mal, 23 oder 26, ich weiß nicht. Und das hat man schon vorgedreht. Und dann hatte ich leider vergessen, dass ich vorher zum Friseur gehe. Weil ich kam vom Theater und dadurch, dass ich hier im Theater immer so 3/4 Perücken hatte, quasi mein Ansatz, aber dann hinten meistens lange Haare, weil ich habe ja immer kurze Haare gehabt in meinem Leben. Und dann waren die Haare eben vorne ungefähr bis hier. So. Und dann habe ich wirklich vergessen und ich musste dann ein halbes Jahr lang mit der Frisur weiterspielen. Ach so, ist das entstanden?
das anschließende, quasi die Rest. Deswegen hatte Gabi immer so. Am Anfang, ja, so komische Haare, immer so mit Spänkchen da weg, damit man meine Augen sieht, damit nicht zu viel in die Augen reinhängt und so. Ja, das ist interessant, weil in der Tat, anschließend hatten Sie eigentlich all die Jahre immer die gleiche Frisur. Genau. Ja, okay. Ja, fast die gleiche, so ähnliche. Ja. Ja. Aber da musste ich wirklich ein halbes Jahr warten, bis ich das erste Mal zum Friseur durfte. Das war furchtbar. Und dann haben Sie allen gesagt, ich spiele jetzt in dieser Serie mit und dann sehen Sie ganz anders aus, als man erwartet hat. Nee, und was natürlich auch... Der Unterschied war jetzt zum Beispiel zum Wiener Volkstheater. Das Wiener Volkstheater hatte damals 1000 Leute gefasst. Ja? Mhm. Das heißt, da musste man schon stützen, damit man in die letzte Reihe kommt. Und das ist natürlich dann beim Fernsehen, wo dann der Geisendörfer gesagt hat, so jetzt sprich einmal ganz leise. Ja. Und sprich noch leiser und noch leiser. Und so. Und sagt, du brauchst nicht stützen. Wir verstehen dich, wenn du so sprichst. Das musste ich dann auch zuerst einmal lernen. Interessant, ja. Das war natürlich auch ein kleiner Unterschied zum Theater. Hatten Sie dann schlagartig weniger Zeit fürs Theater oder haben Sie anfangs noch versucht, das irgendwie so... Nein, am Anfang ging fast gar nicht. Ich hatte zwar dann noch, weil die mir das zugestanden hatten, noch ein Stück in Wien gespielt, da musste ich dann hinfliegen, hatte dann meine Proben, wobei ich dann auch gemerkt habe, dass meine Art zu probieren ganz anders war als am Theater. Am Theater, da probiert man hin und her. Und beim Fernsehen gehst du hin, probierst die eine Szene, die zu spielen ist, und dann wird etwas festgemacht und das bleibt dann dabei. Und das musst du dann eben so oft gleich spielen, weil ja die Kameras im Grunde genommen, wenn die untereinander schneiden, dann... Darfst du ja nicht einmal mit der linken, rechten Hand irgendwas heben und dann beim nächsten Mal mit der linken Hand, sondern das muss ja immer an der gleichen Stelle mit der gleichen Hand die Bewegung sein. Ja, und da habe ich mir dann natürlich dann fürs Theater das auch angewöhnt, dass wenn ich etwas hatte, hatte ich es. Ja? Und das hat der Regisseur damals auch gesagt, das ist ja Wahnsinn, du bist so präzise, du machst jedes Mal das Gleiche. Und das ist eben auch so ein bisschen ein Unterschied jetzt zum Theater, wo man dann ein bisschen mehr ausprobieren kann, bevor man es dann wirklich auch festmacht. Und dann ist es auch nicht im Beton gegossen. Also da kann man immer noch ein bisschen variieren. Ja, ja. Gott, natürlich sind so Kleinigkeiten. Ich merke mir hier natürlich nicht, wann gebe ich meine Hände in den Stütz oder wann verschränke ich sie oder so, sondern das kommt eben je nachdem, wie ich es im Moment dann fühle. Wobei ich es... schon immer sehr ähnlich fühle. Bei Lindenstraße ist natürlich über all die Jahre auch, hat sich sehr viel verändert. Die Szenen waren früher viel länger, fast schon theaterhaft, wenn man die ersten zwei Jahre anguckt. Da war sehr viel in einer Einstellung da. Ja. War das für Sie angenehmer? Ich finde es traurig, dass es heute eigentlich so schnell ist, dass immer alles, wir drehen etwas und... Die Regisseure trauen sich nicht mehr, jetzt das Bild einfach einmal stehen zu lassen, wenn zwei Leute sich unterhalten, wenn man beide sieht. Ja. Ja, es muss nicht immer dann auch nur der Gegenschnitt von da und von da sein und dann vielleicht noch eine Ranfahrt oder rundherum oder so. Ich habe einer meiner Lieblingsfilme, An Affair to Remember, mit Deborah Carr und Cary Grant. Und da stehen die an der Reling und die unterhalten sich mehrere Minuten lang und es ist eine Einstellung. Und du hörst ihnen so gespannt zu. Heutzutage würden sie wieder hergehen und würden da noch einen Schnitt machen und dann noch einen Gegenschnitt machen. Auch so unheimliche Nahaufnahmen. Manchmal sieht ja gar nicht ihr Gesicht komplett drauf. Ja, genau. Und dann so Sachen wie zum Beispiel, du warst jetzt gerade hinter der Person verschwunden, könntest du schauen, dass du bitte trotzdem... Es ist doch egal, die Leute wissen doch, dass ich da stehe. Ob sie mich jetzt eine Sekunde länger oder weniger lang sehen... Im nächsten Moment bin ich eh wieder zu sehen. Das ist doch nicht so schlimm. Und irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles gehetzter. Nimmt das auch so ein bisschen das Spiel in Beschlag, dass man dann sich mehr auf sowas konzentriert? Natürlich, du musst dich heutzutage darauf konzentrieren, welche Bewegungen du zu welcher Zeit machst, weil du das ja so oft aufnimmst aus verschiedenen Winkeln, dass du es ja immer gleich machen musst, damit die das zusammenschneiden können. Früher, da hat man es eben mit 3 oder 4 Kameras gedreht, da hast du in der Sequenz quasi machen können, was du wolltest, weil du wusstest, es sind 3 Kameras, die sowieso gleichzeitig quasi aufnehmen, wo schon geschnitten wird. Ja. Das heißt, es passt auf jeden Fall zusammen. Heutzutage musst du immer schauen, da musst du bei der Probe schon merken, was mache ich, damit ich es dann wiederholen kann. Also so richtig, dass du ganz frei irgendwas neu dir erfindest oder so, geht gar nicht. Also das ist dann irgendwann einmal
festgemacht bei der Probe und dann muss es aber auch so bleiben. Wann hat sich das dorthin entwickelt? Wie ist das entstanden? Das sind die Sehgewohnheiten, die halt in den letzten Jahren dorthin gekommen sind. Ich weiß es nicht. Und es ist auch in vielen Serien auch so ein bisschen wackelige Kamera manchmal. Das ist furchtbar. Dass man denkt, ja gut. Also es gibt wirklich Filme, die nur mit der Handkamera gedreht wurden. Da muss ich ehrlich sagen, entweder schaue ich mir die Filme erst gar nicht an, weil man gleich schlecht wird. Es ist anstrengend, aber es ist verdammt oft inzwischen, dass das so gehandhabt wird. Ich finde es ein bisschen, ja. Bei Lindenstraße gab es immer so viele Massenszenen, wo sie alle unterwegs waren, im Akropolis, beim Silvester, aber auch so zwischendurch. Also ich mochte immer sehr gerne, wenn das Ensemble möglichst komplett war. Das ist in solchen Sachen natürlich aus heutiger Sicht schwer zu machen, oder? Oder ist man dann ein bisschen kulanter? Jetzt wird ja bald der letzte Silvestertanz gedreht. Wie funktioniert das da zum Beispiel? Da werden wir viele, viele Kollegen wiedersehen und wieder treffen. Aber da dreht man dann schon mit mehreren Kameras ein bisschen. Nee, das wird wahrscheinlich auch nur mit ein oder zwei Kameras sein. Ah ja. Mhm. Nur da hoffen wir dann, dass die Einstellungen etwas länger sein werden. Also gerade bei den Silvesterdrehs haben wir in der letzten Zeit sehr viel Steadicams oder wie sagt man da? Die so direkt am Mann. Ja, die dann wirklich so irgendwo hängen, so richtig schön austariert und so. Wo die dann durchgehen und wo die das quasi in einem Schwung so machen. Und das wird halt dann auch nicht mehr quasi unterschnitten. Also das ist irgendwie ganz angenehm, aber... Ja. Ihre Rolle hat sich kaum verändert, der Name hat sich ein paar Mal verändert, die Figur hat sich weiterentwickelt. Aber man wird älter. Es ist sehr, sehr realitätsnah geblieben, obwohl sie natürlich viel erlebt haben, was man so als normaler Mensch nicht erlebt. Was man nicht erleben möchte. In der Masse, zumindest. Ne? Wo es einige Leute gibt, die noch schlimmere Sachen in Wirklichkeit erleben, aber das, was wir erleben, das ist halt... Es kann vorkommen, es muss nicht, aber es kann. Ja. Ich habe ein paar Autogrammkarten von Ihnen mitgebracht. Ich kann mal zeigen, so, wie Sie sich so verändert haben im Laufe der Jahre. Die größte Veränderung bei den Autogrammkarten ist wohl, dass sie früher schwarz-weiß waren und jetzt plötzlich bunt dann doch noch auf den letzten Meter geworden sind. Was ist drauf? Haben wir nicht auf der anderen Seite noch weitere? Die sind auch immer handsigniert von Ihnen, ne? Das ist bei der Lindenstraße so. Ja, natürlich, wir haben keine Stempel oder so, um Gottes Willen. Auch keine anderen Leute, wie viel Arbeit ist das in den 90ern gewesen und wie viel ist das heute? Wollen die Leute noch Autogrammkarten? Ja, schon, immer wieder noch, ja. Gut, ich meine, in 34 Jahren hat man schon fast jeden Mal ein Autogramm gegeben. Ich glaube auch, ich kann mir das so vorstellen. Dürfen Sie das Motiv selber mit aussuchen eigentlich? Weil das bleibt ja dann über mehrere Jahre dann erstmal so Ihr... Ja, also ich hab schon auch immer wieder, also werden mir natürlich dann die verschiedenen Motive vorgelegt und so und dann... Kann ich natürlich schon auch sagen, also mir gefällt das besser. Oder der Fotograf legt mir zwei oder drei vor, wo er sagt, eins von diesen dreien sucht er aus und dann tippe ich drauf und dann ist es das. Ja, lief wahrscheinlich in ganz vielen Haushalten Deutschlands ihre Karte aus all den Jahren. Manche findet man bei eBay, das kann man auch. Wer ganz alte Karten braucht, sucht er, kann das da finden. Ich habe es letztens auch wieder, meine Mutter ist ja leider Gottes... Muttertag gestorben und da habe ich dann bei ihr gesehen, dass da noch einige alte Autogrammkarten waren. Habe ich jetzt alle bei mir zu Hause. Gabi hat so viel erlebt. Ja. Also ich will es versuchen. Ja, machen Sie es mal. Einfach mal dazwischen, wenn ich was vergesse. Ja, okay. Also hat erstmal hieß sie früher Skabowski, hat dann Benno Zimmermann geheiratet, der ist dann verstorben, dann hat sie Andi Zenker geheiratet, mit dem ist sie bis heute zusammen mit Aufs und Abs. Es gab mal eine Affäre mit dem Postboten, glaube ich. Aber es ist schon sehr lange mit Andi Zenker zusammen. Wir haben schon selber eine Hochzeit gefeiert. Sohn Max entführt und missbraucht und gestorben. Benno an AIDS gestorben, also auch schon schlecht. Gabi selbst gehörlos geworden. Die ganze Familie war auch noch verstrahlt. Mehr oder weniger. Und, eher weniger. Und jetzt wohnen sie zusammen mit Helga Beimer. In einer Senioren-WG. Ja, alten WG, Senioren-WG. Eine Frage, die bei Facebook zu uns kam, war, mit welchem Ihrer Serienpartner Sie am liebsten gespielt haben. Also war Bernd Tauber angenehmer als zum Beispiel Markus Off oder?
Das ist, also, heißt das er noch, der Andy Zenker mit Namen, Mensch? Joe Wolle. Joe Wolle, genau. Das kann ich jetzt Haben Sie nicht noch Kontakt sagen. Zu Bernd Tauber zum Beispiel? Nee, ganz selten. Der hat einmal in Köln gedreht, habe ich ihn getroffen. Mhm. Das war vor ein paar Jahren. Mittlerweile, also wenn es ihn hierher verschlüge oder so, dann ja. würde ich schon. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Verbindung mehr. Und wie war die AIDS-Geschichte damals für Sie, also aus heutiger Sicht? Wichtig. Ja? War wichtig und ich bin auch froh, dass wir das alles gezeigt haben, weil es war, die Resonanz darauf war so riesig, dass ich wirklich das Gefühl habe, wir haben sicher dem einen oder anderen geholfen dadurch, dass wir dem gezeigt haben, dass es nicht nur eine Randgruppe ist, die das kriegen kann, sondern dass es im Grunde genommen alle betrifft oder alle betreffen kann und so, und dass man nicht mit dem Finger drauf zeigt oder den Finger hebt und sagt, du, sondern das ist eben eine verseuchte Blutkonserve und schon stehst du da. Ja. Könnte man heute eigentlich auch mal wieder prominenter platzieren, das Thema, oder? Das war Ende der 80er, war es sicherlich sehr, sehr gut gewählt, auch unheimlich gut gespielt, da diese Abschiedsszene da auf dem, in dem Berghäuschen da, also ganz rührend. Wobei wir das nur einmal gedreht haben. Echt? Ja, das war beim ersten Mal gleich. Ich wollte es eigentlich noch einmal drehen, aber Dirk sagt, nö, alles in Ordnung. Ja, doch, war nicht schlecht. War das auch für Sie anspruchsvoll? Mögen Sie lieber auch so ein bisschen tiefere Geschichten? Es ist schön, sowas auch zu zeigen, um Gottes Willen, ja. Das, genauso wie jetzt zum Beispiel die Situation als Max, also wir zum Beispiel, wir mussten Max dann in der Pathologie richtig. Wie soll ich identifizieren und so. Und das war, das hört sich jetzt furchtbar an, aber das war schön zu spielen, sowas. Weil das erstens einmal, oder hoffentlich passiert sowas nicht immer oder auch nicht in der Realität, aber sowas zu spielen ist natürlich dann viel fesselnder und anspruchsvoller, als jetzt zum Beispiel nur im Café dann irgendwie jemanden ein Stück Torte zu kredenzen oder so. Ja, das glaube ich. Also gerade diese Max-Geschichte, ich erinnere mich damals in den 90ern, da war das auch noch in den Medien immer sehr viel Thema. Mm. Was passiert jetzt in der Lindenstraße? Was ist mit dem Jungen? Keiner weiß es. Das war sehr prominent. Die ganze Serie wurde sehr diskutiert. Dann irgendwann kam halt raus, er ist gestorben. Mm. Wie weit wissen Sie sowas im Vorfeld, dass Sie so eine schwere Kost zu spielen haben, sagen wir mal? Wie kann man, haben Sie da Zeit, sich darauf vorzubereiten? War das... Ja, ich meine, wir kriegen natürlich, damals haben wir die Bücher ja für ein halbes Jahr gekriegt. Das heißt, ich wusste schon quasi ein halbes Jahr im Voraus, was passieren würde oder wird. In den letzten Jahren sind sie dann ein bisschen knapper gekommen, damit die auch eher am Puls der Zeit sein können. Habe ich gerade dann nur noch 10 Bücher gekriegt oder so. Aber ich weiß es schon im Vorfeld. Also auch zum Beispiel, was mit der Ertaubung von Gabi zu tun hat, das haben wir verhältnismäßig, das ist mir verhältnismäßig früh gesagt worden, damit ich mich eben auch darauf einstellen kann und so. Und gerade dieser Tod des Kindes, das ist natürlich eine Geschichte, die Gabi über all die Jahre verformt und trägt natürlich auch. Es gab ja vor ein paar Jahren dann auch noch die Entlassung des Mörders. Ja. Also wo dieses wirklich mit voller Wucht kam das Thema nochmal auf Sie zurück. Mhm. Wie weit beschäftigt einen das dann persönlich? Nimmt man an sowas dann... Schon sehr. Also das muss man schon sagen. Also ich habe mich zum Beispiel gerade bei dieser Szene mit der Pathologie, habe ich mich selber ein bisschen zurückgenommen. Weil ich gesagt habe, ich möchte es gar nicht so an mich ranlassen, weil das ist so furchtbar. Auch der Ort an sich so schon? Es war gar nicht der Ort, es war irgendwo, wir haben das irgendwo am WDR-Gelände gedreht oder so. Das war nicht einmal die Pathologie, aber einfach nur die Vorstellung, das könnte das jetzt sein, war so furchtbar. Und als Schauspieler hat man eine verhältnismäßig gute Fantasie, also man kann sich das schon verhältnismäßig gut vorstellen. Und da habe ich mir wirklich zurücknehmen müssen, dass ich es nicht zu sehr an mich ranlasse. Und es war immer noch
Ja, das ist natürlich ein ganz krasses Thema. Ja, ja. Das, die Beerdigung damals, ganz so ein kleinerer Sarg war das, glaube ich, auch. Natürlich, kleiner weißer Sarg. Ganz schrecklich. Haben Sie das dann auch angeschaut, selber im Fernsehen? Nehmen Sie gerade solche, ja, wenn Gabi so eine spezielle Szene hat? Ja, nee, das schon. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Es war ja dann so, nachdem jetzt zum Beispiel Benno gestorben ist und dann natürlich bei Max auch und so, die haben wir ja nur noch das Bild von denen hinstellen müssen, sind bei mir schon die Tränen geflossen. Mhm. Das war Wahnsinn. Also, als würde man einen Schalter umlegen. Ich habe ja so viel weinen müssen, dass irgendein Karikaturist, Prinz hieß der, glaube ich, der hat die Gabi immer mit einer Träne im Auge gezeigt, weil ich nur noch geheult habe. Ich habe wirklich viele Folgen gehabt, wo ich nur geheult habe. Ja, sicher, sicher. Und noch heute ist ein Bild von Max auch im Wohnzimmer da. Ne? Ja, natürlich. Das ist so realistisch wie möglich gehalten, dass man eben auch möglichst nichts vergisst. Wahrscheinlich für die Autoren im Laufe der Jahre auch immer schwerer gewesen, für neue Autoren sich da reinzufinden. Ja, ja, viele haben natürlich dann auch sowas vergessen. Viele vergessen auch, dass Gabi gehörlos ist und eigentlich nicht wirklich viel hört. Vor allem nicht Stereo. Ich habe leider nur ein Cochlea und nicht zwei, aber gut. Geisendorf hat gesagt, du kannst es wieder hören und passt schon. Ja, gerade beim Gehörlosen, hatten Sie da auch mit Betroffenen Kontakt aufgenommen? Oder ich meine, das muss man ja irgendwie realistisch spielen, dass man... Ja, das schon, nur ich habe am Theater schon einmal die Lydia gespielt in Gottes vernachlässigt die Kinder und hatte mich damals schon mit dem Thema Gehörlosigkeit beschäftigt. Ah, ja. Da war ich in Wien im Gehörloseninstitut und so weiter und habe wirklich zugeschaut, wie die kleinen Kinder, wie denen das Sprechen beigebracht wird, indem zum Beispiel so oder dass sie das, den Ton fühlen und wissen, oder die gehen dann her und streichen ER durch und machen ein A drüber, damit die wissen, dass ER als A ausgesprochen wird, die Endung ER und so, und das faszinierend. Ich meine, natürlich habe ich viele gehört. Ich bin ja damals, als ich dieses Stück am Theater gespielt habe, ich bin wirklich bei mir zu Hause aufs Klo gegangen, um einmal den ersten Ton einmal rauszulassen, weil ich habe mich fast geniert, jemanden nachzumachen, der ein Handicap hat. Wenn man dann einfach, hallo, ich bin Lydia, wie geht es dir? Ja, ein bisschen Überwindung dabei, trotz alles Schauspiels. Ne? Ja, ja. Da kriege ich jetzt nur Gänsehaut, wenn ich dran denke. Kann ich verstehen. Das ist einfach... Das macht man ja normalerweise. Nee, eben. Ja, eben. Genau das Gegenteil. Ja, ja. Ja, richtig. Welche Geschichten mit Gabi haben Ihnen sonst noch so gefallen im Laufe der Jahre? Ja gut, im Grunde genommen die, wo sie leidet. Echt, ja. Also sie hat noch so viele schöne Szenen mit Else Kling an der Theke. Ich fand das immer großartig. Ja. Oder war das für Sie so diese Kaffee-Bayer-Geschichten so? Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass dieses ganz normale Leben, was man spielen muss, ja, was dann so normal rüberkommt, so ganz alltäglich, dass das ja auch gespielt ist, ja. Dass das aber im Grunde genommen eigentlich nie so richtig gutiert wird, dass die Leute einfach das eben so als gegeben annehmen. Ja, das ist halt so, aber dass da jetzt irgendwie auch eine gewisse Kunst dahinter steckt, sowas so... Gerade, dass es natürlich wirkt, ne? Das finde ich schade, dass das so wenig Beachtung findet eigentlich. Weil Ausbrüche spielen am Theater oder so, das ist eigentlich verhältnismäßig leicht, aber etwas ganz natürlich wirken zu lassen und... Also auch so gerade so Alltagsszenen oder Szenen, in denen Sie jetzt nicht die Hauptrolle spielen oder wo jetzt jemand anders mal Hochzeit feiert, sind auch für Sie trotzdem fordernd, ne? Damit natürlich das so normal rüberkommt wie möglich. Dass man, natürlich. Ja, ja. Wie ist das, wenn Sie im Hintergrund sind und so ein bisschen statistenartig reden müssen? Ist das alles gut? Auch kein Problem. Ja, warum? Das ist mein, dass ich nicht jetzt in jeder Folge die Hauptrolle habe. Nee, ich meine, aber es ist ein bisschen, muss man sich auch drauf einlassen, oder? Ja. Also, ja. Freilich. Ja. Dürfen meine Kollegen ran. Müssen sie sich mehr Text merken. Sie hatten so viele tolle Kollegen. Also bei Lindenstraße, ich kenne die Serie halt wirklich, seitdem ich klein bin. Ich erinnere mich hauptsächlich jetzt an die Verstorbenen, komischerweise, weil man die
natürlich jetzt nicht mehr sehen kann. Ne? Ja, ja. Welche Kollegen vermissen Sie besonders? Ute Mohrer, das war damals, als sie gestorben ist, es war ein Schock für uns alle, weil wir nichts davon wussten, von ihrer Krankheit. Und das war wirklich, also ich bin auch da aus dem Urlaub zurückbeordert worden. Das war ja kurz bevor wir wieder neu nach dem Urlaub angefangen haben. Und da habe ich dann einen Anruf gekriegt und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Das war ganz furchtbar. Dann natürlich Wolfgang Grünebaum, der dann irgendwie auch am Freitag noch gedreht hat und am Montag war er schon tot. Ja. Wo du dann auch sagst, muss das sein? Hätte es nicht irgendwie nur anders gehen können oder so? Und natürlich, ich meine, Annemarie Wendel, die Else Kling, die dann, mit der ich wirklich auch eine sehr gute Beziehung hatte. Ich habe auch mit ihr privat alles Mögliche unternommen, weil sie ist ja Traunsteinerin, ich bin Salzburgerin, wir waren uns da, sie hat mich richtig gut akzeptiert. Also ich war eine der wenigen Jungen, die sie wirklich akzeptiert hat. Und ich konnte ihr auch was sagen. Ich konnte sagen, du, Annemarie, die hat es aber jetzt nicht gut gefunden. Ach so, war ich zu streng? Ja, okay, gut. Hat sie es akzeptiert? Das war irgendwie ganz, ganz angenehm. Also die hat mich da wirklich respektiert auch. Ich sie natürlich auch, na klar. Aber sie hatte ja noch eine grandiose Abschiedsszene, ja, die sie selber spielen kann. Ja, ja, natürlich. Und das war natürlich auch. Ich habe ihr zum 90. habe ihr ein Gedicht geschrieben. Und das konnte ich ihr aber dann leider nicht mehr vortragen. Und dann habe ich es dann irgendwie ihrem Sohn, nachdem ich es ein bisschen abgewandelt habe, habe ich es dann ihrem Sohn geschenkt. Naja, war halt so. Schade. Die Anna Telluren ist erst vor ein, zwei Jahren gestorben. Ne? Die war ja 100 oder 101 oder so. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe mit ihr, glaube ich, zum 99. Geburtstag noch telefoniert. Ja. Das war ja wirklich eine so Grand Dame, also wirklich. Ja, fantastisch. Also ganz, ganz. Ja, genauso. Wir hatten als Gabi nicht so viel mit ihr zu tun, glaube ich. Ne? Nee, wir hatten eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun. Mit Tilly Breidenbach, Lydia Nolte, die habe ich ja auch ab und zu in München besucht und so weiter. Die war ja so. Ich sage es nicht wenig, irgendwie dieses kleine Arschloch. Ich gesagt, Frau Breidenbach und das aus ihrem Mund, ja, ist ja wahr. Also war sie auch in Wirklichkeit so ein bisschen so. Ja, ja. Naja. Krass. Das war irgendwie so. Ja. Wann haben Sie erfahren, dass die Lindenstraße sich dem Ende widmet? Also weil die letzten Jahre gab es immer wieder in den Medien, Lindenstraße wieder um ein, zwei Jahre verlängert. Also ich hatte den Eindruck, in den 90ern war das nie Thema, in den letzten Jahren immer mal wieder. Wann ging das los, dass Sie gedacht haben, okay, das läuft offensichtlich doch nicht ewig? War das absehbar für Sie? Ja. Ja, eigentlich schon, weil ich meine, es war in den letzten Jahren immer verhältnismäßig knapp, wo es dann hieß, ja, Gott sei Dank, also wir haben wieder 2 Jahre oder 3 Jahre oder so. War dann schon wieder auch so ein allgemeines Aufatmen. Dass es natürlich dann doch so schnell kommt, wusste man jetzt nicht, weil es war eigentlich schon alles besprochen und eigentlich hätte es ganz gut weitergehen können. Es tut mir leid, wenn ab und zu mein Magen knurrt, aber irgendwie anscheinend hat er Hunger. Gibt ja auf der Königsallee ganz gute Restaurants, habe ich gehört. Das geht. Nee. Ich war halt dann Golf spielen, weil ich bin bei den Eagles, Eagles Golf Charity Verein. Und wir waren in Griechenland zum Präsidentencup und haben dort Golf gespielt. Und ich wollte eigentlich nur schauen, ob mein Handy ausgeschaltet ist und drehe es an und sehe von einer Freundin, die mir einen Link geschickt hat, Lindenstraße wird abgesetzt. Also erst aus der Presse sozusagen. Ja, das war natürlich ein bisschen unglücklich, weil die wollten natürlich im Studio schon nochmal jeden Einzelnen vorher mal Bescheid sagen, bevor wir dann irgendwie überrannt werden. Aber na, war es halt so. Dann habe ich weitergespielt und zwar ist nicht so gut, aber okay. Na gut, also ja. That's life. Jetzt hatten Sie zum Glück, kann man sagen, lange Zeit, sich auf diese letzte Folge vorzubereiten. Das heißt, Sie spielen ja noch ein, zwei Monate weiter. Es geht dieses Jahr erst zu Ende. Nächstes Jahr läuft die letzte Folge. Wie war dieses Jahr jetzt für Sie? Wie intensiv erlebt man das? Ist das anders oder? Geht genauso zum Dreh, wie man sonst immer geht. Am Anfang, nachdem man das
gehört haben und wir sind dann wieder ins Studio gekommen, dann da hat man vielleicht noch ein bisschen darüber geredet, aber jetzt ist es im Grunde ganz normale Drehzeit. Man sieht vielleicht einige, darf ich nicht zu viel verraten? Ah, na doch. Ist egal, ich habe mich nur verplappert. Ja. Aber man weiß ja, dass alles, wo man 34 Jahre gearbeitet hat, wird es bald nicht mehr geben. Das stelle ich mir schon sehr komisch vor, gut. Oder? Sag mal so, noch geht es ja ganz gut. Ja? Wenn wir uns dem Dezember nähern, dann wird es wahrscheinlich doch immer ein bisschen schlimmer werden, weil dann wird die letzte Folge gedreht und ich weiß auch schon, was drinnen ist. Ich habe es schon gelesen. Mhm. Und dann wird das schon furchtbar werden, glaube ich. Mhm. Weil man hat ja doch mehr als die Hälfte des Lebens dort in diesen Studios verbracht. Ja, eben. Mein Sohn war dort im Kindergarten. Der ist ja an einem Sonntag zur besten Lindenstraßenzeit auf die Welt gekommen. 18.44 Uhr war das damals. Da hat Lindenstraße noch um 18.40 Uhr angefangen. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich weiß nur, dass ich ungefähr so 4 Minuten nach Beginn aufgetreten bin. Und genau da ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Ah ja, ach, wie süß. Ja, ja. Und der ist dort in den Kindergarten gegangen. Mhm. Der hat natürlich auch seine eigenen Erinnerungen jetzt an die Lindenstraße. Ja, seine eigenen Eindrücke. Der sagt, es hat einen ganz speziellen Geruch. Das ist wahrscheinlich so, als würden wir irgendwo in einen Kindergarten gehen und sagen, genauso hat es in meinem Kindergarten gerochen. Mhm. Und wenn er in die Lindenstraße geht, sagt er, das ist der Geruch, den ich mit meiner Kindheit verbinde. Mhm. Gerüche sind eigentlich noch stärker als Musik oder so. Ja. Wenn man das riecht, dann ist man direkt wieder, wieder zurückversetzt. Das ist ganz lustig. Ja. Ja, also der wird dann wahrscheinlich auch, der hat auch schon gesagt, also wenn wir dann unsere Weihnachtsfeier machen, unsere letzte Feier, möchte er da dabei sein, weil er verbindet ja auch, ihn verbindet ja auch viel mit der Menschheit. Sicher, es sind ja ganz viele Mitarbeiter, es ist ein großer Apparat, der da eingestellt wird. Ne? Viele, ich habe gesehen, jetzt gab es eigentlich die Klagen vom Arbeitsgericht von der Produktion her. Man sieht gar nicht mitbekommen. Ne? Nee, kriege ich nicht. Manchmal gibt es so in den Medien so Berichte, dass manche Mitarbeiter hinter den Kulissen da wohl sagen, ja, ich würde gerne hier weiterbleiben. Es ist auch alles sehr streng an die Lindenstraße gekoppelt, die einzelnen Arbeitsverträge. Ne? Mhm. Also es ist sehr viel, was da jetzt aufgelöst wird. Ich hatte ja immer gehofft, dass zumindest die Straße erhalten bleibt. Aber jetzt von mehreren Seiten schon gehört, dass es sich wohl nicht lohnt, das zu erhalten oder dass irgendwie abgerissen werden sollte. Ja, ich habe das eben auch gehört, weil das andere wäre wahrscheinlich, dass sie es renovieren müssten und das Geld wollen sie wahrscheinlich da nicht reinstecken. Ja. Man hätte natürlich da irgendwie so ein kleines, wie soll ich sagen, Museum draus machen können, aber das wollen sie wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es ja schon längst gemacht. Hatten Sie anfangs noch Hoffnung, dass Netflix oder Amazon da einsteigt oder gar nicht so drüber nachgedacht? Nee, sag mal so, ich wusste nicht, was ich mir jetzt wünschen soll, weil egal, wenn ich mir was wünsche und es klappt nicht, dann ist es genauso schlecht, als wenn ich mir erst gar nichts wünsche. Naja, ich lasse viele Dinge an mich rankommen. Also ich habe das auch in meiner beruflichen Laufbahn, war ich oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe das Glück gehabt, wirklich toi, 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 dass ich viele Engagements bekommen habe, weil ich eben gerade irgendwo war oder gerade mit jemandem gesprochen habe, wo gerade etwas frei war oder was gesucht wurde oder so. Ja. Und wie heißt es so schön, wenn irgendwo sich eine Tür schließt, wird ein Fenster geöffnet oder so irgendwie. Immerhin, so ja. Also ich lasse viele Dinge einfach einmal an mich rankommen. Meine Mutter hat immer gesagt, nicht vor den Schlägen heulen, weil du weißt nicht, ob du die Schläge bekommst. Das stimmt. Also auch deswegen sich nicht zu früh Sorgen machen um etwas, was noch gar nicht passiert ist. Ja, eben. Hätten Sie selber irgendwann mit der Lindenstraße aufgehört? Nein. Okay. Das hätte ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in all den Jahren war das nie so Gedanke. Das war, ich bin ein sehr treuer Mensch. Mhm. Also warum soll ich freiwillig gehen, wenn mir immer noch was Schönes geschrieben wird. Ja? Mhm. Also wenn die jetzt gesagt hätten, wir haben keine Verwendung mehr für mich, okay, gut, dann wäre es halt so gewesen. Aber was wäre, wenn Sie Gabi in eine schwierige Richtung ab hätten driften lassen, dass sie kriminell wird oder Sachen tut, wo Sie sagen, das ist too much? Werden Sie da auch? Oder gäbe es Tabus, die man nicht spielen würde?
Ich wüsste jetzt nicht, welches Tabu. Das ist ja vielleicht unrealistisch, wenn Gabi jetzt Leute was antut. Na. Das ist es ja. Dazu sind wir zu nahe an der, wie soll ich sagen, an der Realität. Aber die haben ja mich gehabt als Gabi. Mhm. Bei einer anderen Figur wäre die Figur der Gabi wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja? Wäre nicht ich damit besetzt worden, sondern irgendwie Frau XY. Wer weiß, wie die Figur heute ausschauen würde, was die machen würde oder was für Sperrenzchen die macht oder wie verrückt die wäre oder wie... Die Gefahr besteht wahrscheinlich gar nicht. Ne? Und deswegen, ich meine, die Lindenstraße ist in eine Richtung gegangen, auch durch die Leute, die das Ganze spielen. Mhm. Weil natürlich für uns das geschrieben wird. Wäre ich jetzt keine Österreicherin, weiß man, wird es auch wieder ganz anders aussehen. Ihre Filmeltern damals waren aber keine Österreicher, ne? Mein Vater Hubert schon. Hubertchen und Röschen? Ja, ne. Mein Vater quasi, Skabowski, ist ein Österreicher. Ach stimmt, ich verwechsel das mit dem Hubert. Mutter, Hubert war ja, das ist der Stiefvater. Ja, richtig, genau, stimmt. Die Mutter Röschen, die... Naja. Ja, stimmt. Und, stimmt, den habe ich vergessen, den Bruno Skabowski, ja, mit der Isolde dann. Ja, genau. Richtig, stimmt. Ja und deswegen, die hätten mir nie irgendwie jemanden, aus mir etwas gemacht, was irgendwie böse ist oder intrigant oder so. Mhm. Oder kriminell, nee. Verfolgen Sie die Lindenstraße auch im Fernsehen heute immer noch oder schauen Sie online inzwischen? Meistens online, weil ich jetzt zum Beispiel ja gar nicht dazu komme, weil ich um die Uhrzeit Theater spiele. Richtig, also Sie dürfen in dem Stück hier gar nicht drin sitzen, ne? Doch, ich sitze. Echt? Ich sitze hier und saufe. Ah, okay, aber die meiste Zeit haben Sie dort... Stehe ich und sitze genau. Dort. Ja, unheimlich viel hin und her gelaufen, immer in Action. Ja, ganz am Anfang sitze ich doch stimmt, da drin. Stimmt, hier ist auch was drin, oder? Nee, es sind nur die Gläser drin. Oh, schade. Das Getränk ist leider nicht. Kann man nichts machen. Kann man leider nicht anstoßen. Happy. Ist das denn für Sie okay, jetzt quasi, dass Sie, um das Thema Lindenstraße zu beenden, dass das jetzt zu Ende geht? Also, dass Lindenstraße zu Ende geht. Ja, ich meine, ja, man muss eben einfach auch mit Dingen, die eben feststehen, dann einfach die akzeptieren und dann sagen, ja, okay, dann schauen wir halt, wie es anders weitergeht. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel jetzt gerade, was das Theaterspielen hier angeht, ich war ja war ja der Premiere mit einem Stück, wo der Peter Milovic Regie geführt hat. Ah ja. Und ich wollte ihm eigentlich nur toi 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 für die Premiere wünschen. Und da sagt er, du, mir ist für mein nächstes Stück, ist mir die Frau ausgefallen, also die weibliche Hauptrolle. Du bist aber zu jung, sage ich, du. Ich werde 60. Ich meine, ich bin mittlerweile schon 60, so ist es nicht. Mhm. Ich werde 60, sagt er. Ja, eigentlich, ja. 3 Tage später ruft mich die Direktion an und sagt, ob ich nicht dieses Stück spiele. Wäre ich nicht da bei der Premiere gewesen, wären die vielleicht überhaupt nicht auf mich gekommen. Ja, sicher, das war wahrscheinlich so ein Moment. Dann. Und das war so einer dieser Momente, wo ich sage, es kommt immer irgendwas. Und jetzt, dann haben wir dieses Stück gespielt, oder diese Eltern, und jetzt ist dieses nächste Stück da und so. Und ist es jetzt so ein bisschen für Sie auch wieder wie früher? Ja, natürlich. Weil ich komme ja vom Theater und ich meine, das ist, die Leute zum Lachen zu bringen, ist einfach was Schönes. Und ich spiele auch sehr gerne einerseits Komödien natürlich, andererseits auch so dieses Boulevardtheater oder so, weil ich das halt für, ich will jetzt sagen, für viel ehrlicher finde, als jetzt irgendwie so an, verscherzt es man wahrscheinlich mit allen großen Häusern, aber die versuchen dann immer irgendwelche Stücke dann in die Neuzeit zu bringen und dann lassen es die Leute irgendwie nackert über die Bühne rennen und dann brüllen sie herum und dann ist, was weiß ich, ein schwarz-weiß Bühnenbild da oder so. Und ja, wie gesagt, so ein Ausbruch zu spielen, das ist viel einfacher, als irgendwie ganz normal zu agieren und Pointen zu setzen und die Leute unten lachen. Mhm. Und das finde ich so schön und es ist viel schwieriger als das andere, aber man sieht es der Komödie so nicht an. Ja.
Das hat also, als wir hier waren, das war unheimlich schnell vergangen, die Zeit. Also, ja, ja. Verschiedene Dialekte sprechen hier untereinander, okay, miteinander. Ja. Sehr, sehr interessant, wenn man da so muss genau zuhören. Ja, 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 ja. Sehr schnelles Stück ist es, Oper wird verkauft. Mhm. Kannten Sie das vorher? Ja, ich kannte schon als der verkaufte Großvater eben. Ja. Und, aber es war natürlich so bei dem Stück, ich habe dann gesagt, ihr könnt mich gerne haben, ihr könnt mich, dürft mich gerne engagieren, aber unter der Voraussetzung, dass ich eine bayerische Bäuerin spiele, weil ich werde mir sicher nicht anmaßen, einen kölschen oder rheinischen Dialekt nachzumachen, weil da würden dann die Leute sitzen und sagen, nee, das geht nicht. Ist das jetzt vereinbar mit der Lindenstraße eigentlich, gerade aktuell? Das war... noch spielen Sie ja, noch das, sind Sie ja. Ja, ja, das ist schon richtig. Es war eine Ausnahme, sagen wir mal so, weil wir natürlich jetzt im Moment für die Lindenstraße sehr viel drehen. Mhm. Und da haben sie gesagt, eigentlich wollen wir keine Sperrtage mehr irgendwie so akzeptieren oder genehmigen. Aber dadurch, dass ich ja tagsüber, ich kann bis 18 Uhr kann ich drehen, 18.15 Uhr kann ich drehen, danach muss ich ja hierher kommen. Mhm. Und da haben sie gesagt, okay, und da meine Probenzeit in meinem Urlaub war, ist sich das ganz gut ausgegangen. Dann konnten Sie das nutzen. Deswegen durfte ich dazu sagen. Also sonst wäre es natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber so geht es. Hatten Sie über all die Jahre eigentlich auch mal so Angst, dass Sie als Gabi zu sehr festgelegt sind? Das ist also dieses klassische Stempelprinzip. Kommt das im Kopf vor oder ist man da? Ja, kommt natürlich schon vor. Und ich finde es natürlich schade, dass viele Leute glauben, ich kann nur Gabi sein. Das kann sie nämlich nicht. Sobald sie hier reinkommt in den Dirndl, in der bayerischen Tracht, ist es nicht mehr Gabi. Absolut nicht. Also für mich war es gar nicht Gabi. Ja. Als ich ihre Stimme gehört habe, zuerst rufen sie was von hinten, da waren sie noch für mich Gabi und als sie auf der Bühne standen, gar nicht. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ja. Aber das müssen die Menschen natürlich auch erstmal wissen. Ja, eben, das ist es halt. Und das, ich finde auch zum Beispiel, was mich auch ab und zu, ich will nicht sagen gestört, aber es trotzdem gestört hat, ist, dass in Zeitungen immer steht Lindenstraßenstar. Ja. Bei den anderen steht immer Schauspieler und bei Lindenstraßen. Ach Gott. Als könnte ich nur Lindenstraße. Ich bin Schauspielerin, ich habe ein Diplom, ich habe mein Studium abgeschlossen und so weiter. Ich habe eine Dissertation geschrieben. Also ich bin Schauspielerin. Ich bin nicht nur auf eine Rolle jetzt irgendwie fixiert. Ja. War das denn über all die Jahre auch immer schwierig, was nebenbei zu spielen? Also, haben Sie das versucht, zumindest das mal so ein bisschen? Ich habe verhältnismäßig spät wieder den Einstieg gefunden, weil ich natürlich zuerst einmal schauen wollte, dass mein Sohn aus dem Gröbsten raus ist. Als der dann 16 war, habe ich dann zum ersten Mal wieder dann Theater gespielt und... deswegen, also da habe ich mir dann einige Jahre Zeit gelassen quasi mit dem Theater. Das wäre sonst nicht so gut gewesen. Es gab auch mal bei der Lindenstraße eine Zeit lang, da waren Sie und, also Gabi und Andi in Italien, ne? Ja, ja. Das war 2007, kann ich mich noch erinnern. Sie sind eine Zeit lang irgendwie so rausgenommen worden. Das war so, wir hatten schon so viele Folgen abgedreht. Das war wieder so ein Zeitraum von 3 Jahren, wo wir dann die Bücher quasi für 3 Jahre hatten. Und ich hatte schon so viel gedreht, dass ich gesagt habe, wir müssen euch jetzt einmal eine Zeit lang draußen lassen, weil ihr habt schon quasi euer Kontingent abgedreht. Ah, okay. Und wenn wir euch aber nicht sehen, dann werden sich die Leute sagen, warum? Die sind doch in der Straße, wo sind sie denn? Und deswegen, um dem Ganzen einen Namen zu geben, haben sie uns nach Italien geschickt. Dann waren wir dann quasi von Weihnachten bis Ostern waren wir in Italien. Gab es nicht auch eine Internetseite dazu? Da gab es eine Internetseite. Wir sind extra nach Italien geflogen und dann mit dem Auto nur irgendwie dann nach Bonasola gefahren, haben dort Fotos gemacht innerhalb von 2 Tagen. Wir haben alles fotografiert, was geht. Wir haben Silvester, Weihnachten, wir haben Ostern gehabt. Gute Idee, wenn man mal eine Zeit nach raus will. Wir haben Strand gemacht, wir haben dem Momo zum Geburtstag gratuliert, wir haben... wir haben alles und jedes, wir haben Einkaufen fotografiert, wir haben die Leute, die dort in dem Ort herum waren, irgendwie, wir haben alles fotografiert, ununterbrochen. Und konnten dann das ganze Jahr bestücken. Und konnte man dann diese 4 Monate eigentlich im Grunde genommen bestücken. Krass. Dadurch.
oder damit. Das ist aber witzig. Wir haben sogar zu Hause, wir haben in der Wohnung, also jetzt auch bei Helga, also in unserer Senioren-WG, sind einige Bilder und die sind auch von der Zeit, wo wir damals in Italien waren, diese 2 Tage. Nehmen Sie sich eigentlich Erinnerungsstücke mit? Oder gibt es etwas in der Kulisse, wo Sie sagen, das, wenn ich darf, nehme ich das? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Ganz am Anfang, wirklich, das war im ersten Jahr, hatten die der Gabi so schöne Stiefel hingestellt. Und gedacht, ach, diese Stiefel, wenn es dann aus sein sollte, weil damals ist man davon ausgegangen, dass es eh gleich wieder zu Ende ist, dann würde ich gern diese Stiefel abkaufen. Schwupps, waren die Stiefel weg. Die waren gestohlen, keine Ahnung, weg waren sie. Jetzt weiß ich im Moment nicht wirklich, was ich von dem Ganzen, ob ich da irgendwas mehr mitnehme. Ich habe noch... Früher gab es auch einen Goldfisch, den gab es. Ja, was? Goldfisch von Benno, der hatte so einen Fisch. Was war das war... Wie Cyril hat er gegessen? Ja, genau. Cyril der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte und so weiter. Ach so, ja, okay. Ja, nee, das gibt es schon lange. Ja. Nee. Ja, ich weiß es nicht. Ich werde dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen durch die Wohnung streifen und schauen, ob es irgendwas gibt. Ja, gucken Sie mal, bevor es weggeschmissen wird. Na, das sowieso. Ja, also ich weiß eh nicht, was die mit den ganzen Sachen machen. Ich meine, das sind voll eingerichtete Wohnungen. Ja, und Sie haben ja noch einen riesen Fundus mit, ich glaube, es gibt einen Raum mit nur Lampen und alles Mögliche. Ne? Werden wir schauen. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wie es im nächsten Jahr für Sie weitergeht schon? Ich weiß, dass ich dieses Stück, was ich hier spiele, auch in Köln. Ah ja. Spiele, Januar, Februar. Ende des Jahres dürfte ich dann wieder hier spielen. Im Herbst und im Herbst, glaube ich, da spielen wir irgendwie dieses Stück noch einmal, irgendwie für 2 Wochen und dann gehen wir noch auf Tournee mit dem Stück. Ah ja, das ist, und dann begleitet sie noch länger, die ganze Kulisse. Das heißt, es wird dann irgendwie... aufgehoben, wird irgendwo zwischengelagert und dann spielen wir das quasi nächstes Jahr noch einmal. Und dann, wie gesagt, gehen wir noch einmal auf Tournee damit. Und dann spielen wir das ein anderes Stück noch, was ich jetzt nicht sagen kann, weil ich nicht weiß, ob es wirklich dann dabei bleibt. Deswegen lasse ich es jetzt. Aber so wie es ausschaut, wird es dann, spiele ich dann November, Dezember dann auch hier. Und im Jahr selber habe ich dann noch einmal eine Lesung über eine österreichische Feministin, die Eugenie Schwarzwald, die im Jahr 1901 ein Mädchenlyzeum in Wien quasi aufgemacht hat. Und da konnten zum ersten Mal dann Frauen maturieren, Mädchen, ihr Abitur machen. Und ja. Also sind durchaus gut weiter beschäftigt. Ja, ja. Werden Sie die Arbeit vor der Kamera vermissen? Oder wollen Sie das auch weiter forcieren? Ich weiß es nicht. Sag mal so, mein Problem ist, ich habe keinen Agenten. Ich habe natürlich hier Lindenstraße... Nie gebraucht wahrscheinlich, ne? Ich habe Lindenstraße ohne Agentur gefunden. Ja. Das kam dadurch, dass derjenige, der damals für den Geisendörfer dieses Casting in Wien gemacht hat, war ein Freund meines Bruders. Und mein Bruder war gerade einen Tag vorher bei ihm. Wäre einen Tag nachher dort gewesen, hätte ich nie was davon erfahren. So war er einen Tag vorher dort und dann hat er gesagt, was macht deine Schwester morgen? Ja. Und dann haben sie mich dort hingeschickt. Er hat gesagt, dann geh doch einmal dorthin. So habe ich es erfahren. Ja. Und so dann bin ich dann auch diejenige gewesen, die genommen wurde, warum auch immer. Und Schicksal halt. So sollte es halt sein. Und deswegen habe ich seit 34 Jahren keinen Agenten und jetzt müsste ich mich um eine Agentur umschauen. Und die sie dann zu Castings schickt, möglicherweise. Ja, oder so irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Ich weiß nicht, wer will ja eine 60-Jährige? Naja, also Rollen gibt es ja, denke ich, noch durchaus ein paar. Ja, ich hoffe, dass ich dann langsam in das Fach der Großmütter wechsle. Ja, also vielen Dank, dass wir hier mal miteinander gesprochen haben. Ja, bitte, gerne. Viel Spaß jetzt vor allem die letzten 3 Monate Lindenstraße und dann auf alles, was kommt. Wenn Sie noch öfter nach Düsseldorf kommen, dann ist das ja ganz, ganz schön.
Und auch, dass sie der Schauspielerei treu bleiben wollen, natürlich. Ja, dass sie da das also auf jeden Fall. Ja. Nicht sagen, ja, jetzt reicht es für mich. Nee, ich bin mit Haut und Seele Schauspielerin. Mhm. Schauspielerin, nicht nur Lindenstraßenstar. Das war unser Interview mit Lindenstraßendarstellerin Andrea Spatzek. Das ist aber, denke ich, schon, wird eine Zeit lang noch so bleiben, bis die Leute nicht mehr Gabi rufen, oder? Ach, die können gerne Gabi zu mir sagen, aber sie sollen eben auch wissen, dass ich auch manchmal ganz witzig sein kann. Durchaus. Ja. Zum Beispiel bald dann in Köln, wenn es hier nicht mehr ist. Ja. Vielen Dank, alles Liebe für Sie. Danke, dass Dankeschön. Wir hier, dass Sie uns das ermöglicht haben, hier zu sitzen. Ja, also danke. Viel schöner als ich darf ja sowieso nie auf diesem Kamin sitzen, deswegen. Ich darf immer entweder da oder da sitzen und deswegen. In einer Szene schläft der Peter Milovic da oben. Ja, ja, der schläft dann da und sitzt da und dirigiert uns und so weiter. Ja. Vielen Dank. Bitte.